Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wii Party U zusammen mit Paul Meister. Hallo. Wir waren stehen geblieben beim Spiel Blockschießen. Regeln: Schieße die gestapelten Blöcke von der Plattform, um Punkte zu sammeln. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt das Spiel. Steuerung: Richte die Wii-Fang auf den Bildschirm des Fernsehgeräts. Ziele mit E auf die Blöcke und drücke A, um zu schießen. Das Wii U Gamepad hat gerade geblinkt. Ich weiß nicht, was das sollte. Egal, wir fahren einfach fort. Wahrscheinlich habe ich gerade eine News erhalten von Nintendo. Naja, sehr interessant. So. Ich zeige drauf. Los geht's. Okay, ich darf anfangen. So, und hier. Okay, ich habe auch eine begrenzte Zeit nur. Ich würde sagen, ich schieße mal dorthin. Ja, das war doch schon ganz gut. So, 6 Punkte habe ich ergattert. Mein Meister ist dran. Mal gucken, was er machen wird. Genau, kann ich wissen. Ja, genau, das ist nämlich die Schwierigkeit. Jetzt kann ich nämlich nochmal dagegen schießen. Und dann ja, ist ja klar. Weil es schon angestoßen war jetzt. Mann. Mein Meister ist dran. Er hat dann nochmal 2 Punkte. Und jetzt bin ich wieder dran. So, ich würde sagen, wir schießen mal dort dagegen. 18 Punkte. Mein Meister ist dran. Er hat nun 6 Punkte. Warum sind es nur 3 Runden, Alter? Gut, das habe ich damit wohl gewonnen. Sehr schön. Na gut. Das wusste jetzt natürlich nicht, dass es nicht direkt umkippt. Okay. Ja. Da ist die Kraft des Schusses leider nicht stark genug. Gut. Ich würfle wieder meine 10 Würfel. Mal gucken, was diesmal bei rauskommt. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, haben wir hier 43. Wunderbar. Aber ich habe Paul Meister noch nicht überholt. Aber fast. Gut. Paul Meister würfelt. Und seine Funktionen, ja, sieht doch ganz in Ordnung aus. Ja. 3 Einsen zwar, aber ganz okay. Okay, kommst auf einen Hilf im letzten Feld. Ja, natürlich, Alter. So, jetzt darf mir geholfen werden. Ich habe tolle Neuigkeiten für den Letztplatzierten. Spitz die Lauscher, Nintendo. Nintendo darf gleich die Anzahl an Feldern vorrücken, die von Meister würfelt. Ah, okay. Sollte der Würfel ein UFO zeigen, steht eine kleine Reise an bis zum Feld von Vollmeister. Ja, das fände ich auch eine ganz gute Sache. Naja, 20 Felder. Obwohl, das wäre sogar echt besser, wenn. Oder? Wie weit komme ich denn jetzt? Ja, jetzt bist du immer noch knapp hinter mir. Ja, okay. Aber 30 wäre ich schon vor dir gewesen, ne? Ja. Okay, Runde 7. Minispiel um die Zugreihenfolge. Du liegst auf dem letzten Platz, Nintendo. Als Trostpflaster darfst du das nächste Minispiel auswählen. Ja, vielen Dank. Da bedanke ich mich ganz herzlich. Ich entscheide mich für jedes Gramm zählt. Nichts lieber als das. Dann lass uns loslegen. Alles klar. Regeln. Lege verschiedene Früchte auf die Waage, sodass ihre Anzeige in den blauen Bereich rückt. Achte auf das Zeitlimit und pass auf, dass die Anzeige der Waage nicht in den roten Bereich wandert. Vollmeister, hast du das schon mal gespielt? Ja, ich glaube schon einmal. Okay, richte die Wii-Fang auf den Bildschirm des Fernsehgeräts. Zeige auf die Frucht, die du nehmen möchtest und halte A gedrückt, um sie aufzunehmen. Bewege die Frucht über die Waagschale und lasse A los, um sie abzulegen. Okay, das ist schon ein bisschen tricky, das Spiel, aber... Oh, es gibt nur eine Waage. Stoppe den Zeiger innerhalb des blauen Bereichs. So, wer darf denn anfangen? Ich darf anfangen. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal die 3 Bananen. Okay, Paul Meister ist dran. Er entscheidet sich für 3 Bananen. Yay. Und somit hat er gewonnen. Ja, aber das ging ja richtig schnell. Okay, ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich auch nicht. Okay, die 2 Köche.
bin ich Zweiter geworden, naja, immer Silber, immerhin Silber. Ist ja ganz okay. Ich könnte es ins Ziel schaffen, ne? Noch 41 Felder, dann ist mein Meister am Ziel. Er hat 10 Würfel zu werfen. Und mal gucken, was er würfelt. Naja, das geht besser, ne? Naja. 31. Immerhin jetzt nur noch 10 Felder bis zum Ziel. Was? Nein. Ereignis. Nein. Als ob man... Ja, da kommt Paul Meister jetzt auf mein Feld wieder zurück und darf von hier aus weiterlaufen. Aber erst in der nächsten Runde. So, ich habe noch 46 Felder zu laufen. Ich würfle wieder mit 7 Würfeln. Und ja, das ist doch schon mal ganz gut. 21. Oh nein, minus 20 Felder. Also insgesamt nur ein Feld gut gemacht hier. Das ist natürlich doof. Okay, Runde 8. Minispiel in die Zugreihenfolge. Was darf ich auswählen? Du liegst auf dem letzten Platz beim Meister. Ist wusste, dass er darfst du das nächste Minispiel auswählen. Pogo. Pogo-Plattform, Blitzkarate oder Reifenrodeln. Was entscheidet sich beim Meister für Pogo-Plattform? Nichts lieber als das. Dann lass uns loslegen. So, die Regeln lauten folgenderweise. Steige auf einen Pogo-Stab und ramme Gegner von der Bühne. Halte die Wii-Film waagerecht. Bewege einen Wii-Charakter mit Steuerkreuz. Das waren ziemlich kurze Regeln. Hoffentlich ist das Spiel auch so einfach. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist nämlich auch sehr tricky. Alter. Hilfe. Na, was? Ja! Also. Gewonnen! Ja, ich sage ja, das ist ziemlich tricky. Da kann man leicht runterfallen. Ohne es zu erwarten. Na gut. Habe ich gewonnen. So, Letendo. 45 Felder noch. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es jetzt sogar. So, was haben wir denn da? Mhm. Nicht schlecht, ey. 31. So, Entschuldigung, bin ich gerade an den Mikro gekommen. Hilft dem Letzten. Wieso? Oh nein. Ja, für dich. Weil ja, du jetzt mir hilfst. Ich habe tolle Neuigkeiten für den Letztplatzierten. Spezi-Lauscher-Pollmeister. Pollmeister darf gleich die Anzahl an Feldern vorrücken, die Letendo erwürfelt. Sollte der Würfel ein UFO zeigen, steht eine kleine Reise an. Bis zum Feld von Letendo. Ja, du darfst jetzt 30 Felder vorrücken. Viel Glück. Da habe ich nur 2 Felder hinter dir, ne? Ja. Ich wünsche dir viel Spaß hier vorne. 16 Felder noch. Bis zum Ziel. Werde ich ja wohl hinkriegen, hoffe ich mal. So. Ich sehe aber gerade, dass da noch ein letztes Hindernis scheinbar auf mein Meister wartet. Okay, was hat er denn da jetzt? Das kann nicht sein, wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, ne? So. 20. Doch. So, und da ist er auch schon am Hindernis. So, würfle mit 10 Würfeln. Wenn die erwürfelte Augenzahl 40 oder mehr beträgt, darfst du weiter vorrücken. Oh. Okay, 40 muss er jetzt würfeln. Mit 10 Würfeln. Das ist schon eine harte Aufgabe. Gucken wir mal. Nee, sieht schlecht aus. Das sieht in der Tat schlecht aus. Gucken wir mal, was er hat. 31. Ja. Reicht leider nicht. Was? Und jetzt muss er leider 15 Felder zurück. Wie unfair, Alter. 35. Ach genau. Nächstes Mal kommst du nur weiter, wenn die erwürfelte Augenzahl 35 oder mehr beträgt. Runde 9. Minispiel um die Zugreihenfolge. Du liegst auf dem letzten Platz, Pollmeister. Als Trostpflaster darfst du das nächste Minispiel auswählen. Okay. So, Plattformpoker, wo ist das Vögelchen oder Apfelernte? Und Meister entscheidet sich für Plattformpoker. Nichts lieber als das. Dann lass uns loslegen.
Okay, die Regeln. Plane deinen Sprung so, dass du bei 0 Sekunden den Boden erreichst. Der Spieler, der diesem Wert am nächsten kommt, gewinnt das Spiel. Die Höhe der Plattform verändert sich bei jedem neuen Spiel. Halte die Wii-Film senkrecht. Drücke A, um die Luke unter deinen Füßen zu öffnen und hinunterzufallen. Schüttle die Wii-Film, um deinen Fall zu bremsen und langsamer zu werden. Okay. Ja, wenn du den Fall auch so bremsen kann mit dem Bein strampelt so. Und so viel Aufwind erzeugt. Okay, legen wir mal los. Versuche exakt 0 Sekunden zu erreichen. Na, ja, das war schon mal nicht so gut. Das war jetzt hier die Demo. Eine Demo ist immer ganz hilfreich. Oh Mann, ich hab doch geschüttelt. Sehr gut. 0,57 habe ich. Bin somit also näher an der 0 dran. Hätte es eigentlich auch. Wäre es eigentlich. Es wäre schlimm gewesen, wenn ich jetzt nach 0 Sekunden angekommen wäre, ne? Wäre es aufgegangen, glaube ich. Unten. Oder? Das kann sein, keine Ahnung. Naja, gut. Ja, ich glaube schon. So. Würfeln wir jetzt mit 10 Würfeln. Mal gucken. Ja, sieht ganz okay aus. Wir würfeln eine 34. Okay. Hindernis. 35 muss ich hier würfeln. Ich mach mal ohne zu schütteln. Als ja, ob. Sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Mann, so ein Luck, Alter. 43. Sehr schön. Und somit habe ich dann dieses Spiel gewonnen. Da vorne sind meine Zuschauer. Und ja, ich platziere mich hier in der Mitte. Und ich habe gewonnen. Ja, da steht auch schon die 1 auf meinem Shirt, ne? Das ist so eindeutig. Glückwunsch, Nintendo hat gewonnen. Ja, da werde ich gefeiert. Schön. Okay, Ballmeister hatte noch 16 Felder übrig, ist somit auf Platz 2. Ja, gibt ja keinen anderen Platz. So, gehen wir auf Weiter. Hier sehen wir die Statistik. Hier war Ballmeister lange Zeit vorne, aber dann am Ende habe ich es tatsächlich noch rausreißen können. So, jetzt können wir noch eine Bewertung abgeben. Du kannst das Spiel, das du bereits gespielt hast, auch bewerten. Drücke auf der Wii-Family A, um die Anzahl der Sterne zu wählen, mit denen du das Spiel bewerten möchtest. Ja, ich würde sagen, ich gebe einfach mal 5 Sterne. Ja, okay. 3 Sterne gibst du nur für Brückensprinter? Ja. Okay. Plattform-Poker, das sind nämlich ziemlich coole Spiele. 5 Sterne. Poker-Plattform, ja. 5. Ja. 3. Jedes Gramm zählt. Ja, das ist 4. Blockschießen. Das fand ich ganz lustig. Schießen, ja. Alles klar. Wir senden die Bewertung und... So, die Bewertung wurde gesendet. Wir gehen zurück zum Hauptmenü. Und dann werden wir mal gucken, was wir im nächsten Part machen werden. Okay, also im nächsten Part werden wir dann Gamepad-Insel spielen. Ich kann ja schon mal kurz vorlesen, worum es darin geht. In Gamepad-Insel erlebt ihr euer ganz persönliches Inselabenteuer. Bei diesem Brettspiel setzt ihr das Gamepad ein, um zu würfeln und spielt kleine Spiele, um vorzurücken. Okay, damit geht es also dann im nächsten Part weiter. Also bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüssi.